Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zu einem Quick Team Building hier auf meinem Kanal für die NPBL Season 4 für den morgigen Spieltag. Ja, es geht ran gegen einen guten Schuhlecker und sein Ultimate Overdrive und damit auch unser drittes Regen-Matchup tatsächlich, denn wir müssen, wie ihr seht, ja, wieder gegen Regen. Ist jetzt nochmal ein bisschen anderes Matchup. Okay, wir haben hier Kamalm wieder. Aber haben auch gleichzeitig jetzt so Pelipper-Sachen. Wie Tentantel ist auch mega stark, muss man sagen. Regenteams, ne? Das kann sehr gefährlich werden. Ramov ist auch. Ist manchmal ein bisschen. Also sieht ein bisschen komisch aus, mal Ramov ein Regenteam hat. Aber tatsächlich ist es gar nicht mal so schlecht, da drin zu haben, weil du auch sowas wie Orkan spammen kannst. Und musst ja auch nicht unbedingt Regen spielen. Also das Team ist ja nicht drauf fokussiert, so unbedingt Regen zu spielen. Ist aber ein guter Speed-Modus, den er da fahren kann. Hat gegen andere Psychic-Spammer im Cyana, was relativ schnell ist und selbst dieses Expanding Force drücken kann mit einem sehr, mit einem Damage-Boosten-Item. Libeldra ist auf jeden Fall auch ein Mon, was gut Support machen kann. Also vielleicht auch so mit so Follow-Me-Drachentanz-Strategien auch auf jeden Fall problematisch sein kann. Fro ist so geil bei dem im Team, muss ich sagen. Weil Fro ist halt, es ist mega bulky. Es ist ein Mon, das du als Trick Room Counter nutzen kannst. Und was ich halt viel, noch viel geiler finde, das ist mit Ramov einfach Sinn. Er geht dadurch, dass du Rundumschutz hast. Es ist etwas auf jeden Fall, das wir in Auge behalten müssen. so ein Rundumschutz Throw mit Quiverdance Ramov. Das könnte sehr gefährlich sein. Dann auch dazu Landtouren. Ist auch interessant auf jeden Fall. Es hat ein paar Support-Nischen wie Mystowellen. Da muss man auch gucken, dass man da nicht irgendwie die Stats gelowert kriegt oder gesenkt bekommt. Dann im Free-Pick sein S sozusagen, sein Tier 1. Leckdragon, was mega stark ist. Mit Spotlight von Togetic und dann Leckdragon daneben dran, hast du halt echt ein Problem. Klar kann man Leckdragon relativ gut revengen, vor allem wenn man selbst Dynamax, aber wenn das so ein Follow-Me-Mon ist oder so ein Verzögerungs-Pokémon wie Zubiris, da sind wir froh, dass wir da kein schlechtes Matchup dagegen haben. Könnte Leckdragon schon ziemlich problematisch sein. Vor allem gegen meinen Kader. Mein Kader hat keinen Bodenimmunität. Ich kenne meinen eigenen Kader richtig gut. nee, mein Kader, oder blenden wir das mal kurz ein. Nee, ich habe keine Bodenimmunität. keine Elektroimmunität. Das muss man sagen. Ja, könnte man vielleicht mal einbauen. So, als Trade. Wir haben auch Spoiler, es ist dann geltend für den Spieltag 5. Smogmog ausgetauscht. Gegen etwas. Gegen ein paar Shenanigans. Oder etwas richtig Stylisches. Was wird ihr dann später sehen? Nee, ich muss mir wahrscheinlich dann überlegen, ob ich da irgendwie noch ein Pokémon reinbauen kann, was eine Bodenimmunität hat. Was eine Elektroimmunität hat. Ja, aber schauen wir mal dann. Aber er ist erst nochmal zu seinem Team weiter. Ja, wie gesagt, er hat noch Zubiris neben dran. Ist zum Glück gegen mein Psychofeld nicht so gut, aber prinzipiell ist es mega stark wegen Verzögerung, kann den Regentanz selbst aufsetzen. Das ist auch noch etwas, was wir auf jeden Fall bedenken müssen. Das könnt ihr sehr gut gegen uns mitbringen, weil wir sozusagen, abgesehen von vielleicht Smogmog kann er da auch, wenn ich mit, na wobei, wenn ich mit Despota zum Beispiel hier, kann er da safe den Regen wirklich reinsetzen und auch wenn ich Despota reinwerfe, kann er dann Regen einfach aufsetzen mit Zubiris. Davor muss man natürlich aufpassen, ne? Ansonsten habe ich aber da ein paar coole Nischen dabei. Die gut gegen Regen ist, hier habt meine Regen, habt gesehen, was ich gegen Regen mache in den letzten Spieltagen. Also da wird sich, glaube ich, diesmal wieder nicht so viel verändern. Es wird sich nur ein bisschen noch auf das Team von Schuhlecker noch mal ein bisschen fokussieren. Togetic, wie gesagt, ist halt so ein Follow-Mimon, was halt schon ziemlich stark sein kann, aber da haben wir auch ein paar Ideen. Und nebendran halt einfach Galar, Linoon, also Geradax. Der ist halt relativ schnell, der kann Abgangstriade, was halt ziemlich nervig ist. Ich glaube, der sollte auch Surfer können. Ist jetzt in diesem Team jetzt nicht relevant, aber wenn man jetzt so einen Monte Cabrio hätte, dann wäre das halt so ein Scarf-Surfer-Set bei dem Speed auch. Wäre das schon krass. Und ja, also prinzipiell, wovor ich so mit am meisten Angst habe, ist so Leckdragon auf jeden Fall. Das ist ein sehr krasser Damage-Output. Libeldra könnte ich mir von dem Team, was ich jetzt gebaut habe, ein bisschen bedrohlich vorstellen. Vielleicht sogar mit Scarf. Werden wir gleich sehen, wenn ich auf mein Team eingehe. Genau, was sehe ich noch? Ramov könnte echt sehr gefährlich werden, weil Käfer-Pokémon sind echt stark. Also wirklich stark in der NPBL gerade. Was lustig ist. Pharaoh sehe ich auch sehr gefährlich an, weil hinterm Regen. Wir haben halt nur Libello, aber Libello will ich nicht so wirklich im Regen mitnehmen.
das Matchup kann ich auch schon mal vorweg spoilern. Brauche ich, glaube ich, nicht mal spoilern. Ist schlichtweg einfach schlecht gegen Schuhlecker. Also wirklich, es ist absolut miserabel. Wieso sind meine ersten 3, 4 Kämpfe mit Libalo immer schlecht dafür? Dabei soll das eigentlich so ein starkes, flexibles Mon sein. Aber irgendwie kommt es bei mir nie zum Einsatz. Ich verstehe nicht, warum, aber... Ja doch, ich verstehe warum, weil wir jetzt zum dritten Mal gegen Regen spielen müssen. wahrscheinlich ist es deswegen noch nicht einmal mitgekommen. Aber gut, Despota alleine mit... Hat auch bisher so viel Work gemacht, ne? Kommen wir nun zu meinem Team. Ihr seht, ich habe ja auch wieder weiterhin Psychic Spam. Gegen seinen Regen kann ich zum Beispiel sowas wie Despota mitnehmen. Hab Wolke 7, Dramper und kann sogar Fähigkeiten blockieren mit Smogmog. Also ich habe da 3 Varianten, wie ich gegen diesen Speed-Modus gewinnen kann. Psychic Spam ist auch wieder sehr stark dabei. Chimstick müssen wir mal gucken. Da hat er sehr viele Antworten eigentlich dagegen, ne? Mantax kann wieder Rückenwind aufsetzen, wenn er lustig ist. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber muss auch nicht, glaube ich, ganz sein, wenn ich mir so sehe. Ja, Lectragon, Landtouren, das sind alles so Monster, die es pressured. Und da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Zenlong kann halt wieder mit Cloud9 das Wetter auf jeden Fall regulieren. Kann man vielleicht sogar als Support-Möglichkeit ansehen in dem Team gegen ihn. Wie gesagt, Smogmog hat eine Möglichkeit, halt auch wieder diese Fähigkeiten zu blockieren, was halt ganz cool gegen ihn ist, weil wenn wir uns das so ein bisschen ansehen, er hat jetzt nicht unbedingt die krassesten Fähigkeiten, die man blockieren will. Zu Beerus blocken wir theoretisch mit Psychofeld. Wir können den Hustle zum Beispiel ausschalten, damit den Damage-Output regulieren. Wir können das Wassertempo ausschalten, das glaube ich wäre mit sowas das Wichtigste. Und natürlich den Niesel, das muss man halt bedenken, ne? Und ja, genau. Wir haben uns Wickervolt geholt auch, das seht ihr auch, ob es jetzt an dem Spieltag mitkommt, werdet ihr gleich sehen. Vorab haben wir noch Quatermark hier, das sieht auch sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Vielleicht so mit so einer Offensivweste. Könnte es ganz viel Work machen, ich meine, wir Pressure mit Nahkampf relativ viel. Es kann noch Steinhageln, ne? Abschlag ist immer gut, ein Item loszuwerden natürlich. Und auch Eisenschädel ist gar nicht mal so schlecht gegen diese das Togedick zum Beispiel. Wenn wir das auch touchen können, also... Generell auch Offenlegung kann auch eine sehr gute Variante sein, drauf zu hauen. Ist immer gut, Schutzschild und sowas zu durchbrechen für den Partner. Und ja, deswegen könnte es sein, dass Quatermark auch ganz gut ist. Gaunux ist natürlich ein Mann, das habe ich noch nie mitgenommen. Ob wir es diesmal mitnehmen, werden wir sehen. Jedenfalls, potenziell hat es kein schlechtes Matchup. Dementsprechend könnte ich es mir sogar sehr gut vorstellen. Ja, was ich wirklich geil sehe, ist wie gesagt Liberlo. Porygon 2 geht's so, ehrlich gesagt. Also das Matchup sagt mir so ein bisschen, Liberlo ist kacke hier. Beziehungsweise ich habe bessere Outs mit anderen Mons als Liberlo mitzunehmen. Sonst ist er jetzt auch nicht so krass Trash, aber eigentlich schon. P2 sieht okay aus, Chimstick sieht okay aus und der Rest sieht auch ziemlich gut aus. Das heißt, wir müssen uns wirklich entscheiden, ob was wir aus diesem ganzen Pool aus... Ich sage mal, 12, doch 12, ne? 8, 12, ja. Welche 11 wir von diesen 12 mitnehmen, müssen wir uns halt entscheiden und uns eine Strategie überlegen. Und was wir uns überlegt haben, seht ihr jetzt nicht, weil wir sind außerdem beim falschen Tab. Wir sind hier, genau, hier sind wir. Und zwar haben wir diesmal das erste Mal Gaunux dabei, weil ich fand Gaunux in dem Matchup überhaupt nicht bad. Es ist halt mega fett, das Nischenmon in dem Team. Deswegen würde ich es, glaube ich, sogar eigentlich eher nach hinten anstellen. Ja, Moment, ich stelle es, glaube ich, nach hinten an. Ihr habt zwar jetzt das Mon gesehen, aber ist egal. So, wir haben uns hier einmal überlegt, dass wir ein Fokusgurt sehr wohl spielen. Fokusgurt sehr wohl ist halt ganz cool, weil wir können auf jeden Fall in seinem Speed-Tiering... Also das Speed-Tiering war ein bisschen schwierig, er hat sehr viele Base-100er Monster und darunter hat er nicht viel. Deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, du spielst ihn jetzt mäßig und burlerst einfach so ein bisschen rein und du hast im Zweifelsfall Fokusgurt, weil die Sache ist, ich outs... Also wenn 2 Monster sind, die es outspeeden, dann ist okay, aber muss nicht sein, wenn ich einen outspeede, reicht das. Und ja, genau. Jetzt höre ich leider nichts mehr, das ist problematisch. Sekunde, kurze Unterbrechung, damit das auch fließt. Geht's?
So, jetzt, ja, jetzt ist die Musik wieder da. Genau. Bei sehr wohl dachte ich mir einfach, ich brauche wieder dieses Psychic Search, also dieses Psychofeld, finde ich, gegen ihn. Weil wir damit Prioritäten von Zubiris zum Beispiel verhindern, ja. Er hat zwei Unlicht-Pokémon, aber die beiden mögen halt Zauberschein nicht, was wir jetzt hier nicht drauf haben, aber was wir auf anderen Mons haben. Und die beiden Unlicht-Mons sind jetzt auch nicht unbedingt die besten Pokémon, abgesehen vom Psycho-Spam dagegen, ne. Und wir können da auf jeden Fall ganz gut pressuren. Also Geradax kann halt sehr nervig sein für diesen Psycho-Core sozusagen, dieses Psycho-Duo, wo ich gelegentlich mal leaden will zum Beispiel. Wird problematisch, wenn er das mit hat, aber ich glaube, das wird umspielbar sein. Ansonsten, wie gesagt, Expanding Force haben wir hier für seine ganzen Mons und für die zwei Vierfachschwächen, die wir gut treffen wollen. Dazu gehört jetzt Tentantle, Mystical Fire, was ganz cool ist. Und Energy Ball treffen wir Kamalm, was ganz gut ist. Die beiden Coverage Moves, habe ich mir gedacht, wären die besten, die ich drauf packen kann. Vor allem ist Mystical Fire halt auch ganz gut, um Ramoff natürlich abzuschwächen, ne? Beziehungsweise, wenn er sich dagegen Setup, können wir dann die ganze Zeit den Spezialangriff senken. Dann können wir vielleicht dagegen nochmal ein bisschen besser agieren. Und, ja, genau. Genau deswegen. Und rechte Hand ist einfach nur mal ein bisschen als Support. Ich habe mir überlegt, spiele ich After You, also Galanterie, spiele ich Schutzschild. Hat sich alles irgendwie nicht so ganz angeboten, aber es gibt so Sachen, wo ich sagen würde, es ist schwierig, diese zu One-Shotten oder zu Two-Shotten. Da ist die rechte Hand natürlich nochmal extra gut, dass wir da diesen Kill bekommen, den wir eigentlich bräuchten. Deswegen war die rechte Hand im Endeffekt die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ja. Speed Creep sind wir auf. Es wäre vielleicht besser, wenn ich die Switches öffne. Moment, also die Kader von ihm öffne, damit ich das auch sehen kann. Uno momento, por favore. So, ist alles gerade mal so ein bisschen. Jetzt will ich wieder mal. Ist alles so ein bisschen provisorisch. Genau, wir haben auf Kamalm ohne Regen Fullspeed gespeedcreept, glaube ich. Oder Electragon, je nachdem, was schneller ist. Darauf haben wir gespeedcreept. Weil er hat halt Libeldra mit Base 100. Er hat Ramoff mit Base 100. Er hat Geradax mit Base 100. Und darunter hat er halt erstmal nichts, sondern da kommen erstmal Electragon oder Kamalm. Ich weiß gerade gar nicht, wer von den beiden schneller ist. Genau, darauf haben wir gespeedcreept und der Rest halt einfach in die KP, weil wir sind sowieso Fokusgurt. Das heißt, wir haben noch keinen Drawback. Das heißt, wenn wir ein Out speeden, können wir auch im Zweifelsfall zumindest einmal einen fetten Chip-Damage mit Expanding Force drücken. Vor allem mit mäßigem Wesen böllern wir da richtig gut rein. Genau. Das so viel zum Set ist eigentlich gar nicht mal so viel zu sagen. Ist halt offensiver Support und ja, genau. Dann als nächstes wieder ein Mon, was wir mitbringen. Das ist diesmal das Pokémon, was jetzt mit Zauberschein Coverage für die Feen hat, für die Unlichtmonster, für Zubiris und für Electragon. Wenn das Psychofeld nicht draußen sein sollte, weil, was weiß ich, Electragon seine Elektroattacke getroffen hat, gedrückt hat und das Elektrofeld holt und er nebendran vielleicht Togetic hat, kann ich halt auch mal vielleicht mit rechter Hand Dazzling Gleam, also Zauberschein zu Deutsch natürlich, dass er ziemlich hart hitten. Und ja, wir sind gespeedcreept auf. Ne, Speedcreep können wir gleich. Genau. Expanding Force, Dazzling Gleam, also ein Zauberschein. Energieball ist wieder für Kamalm. Kamalm ist halt in meinen Augen somit einer der gefährlichste Pokémon in seinem Team für mich. Okay, Ramoff ist auch sehr gefährlich, aber für Ramoff haben wir noch ein paar andere Sachen. Da sind die Psychic Spam Mons jetzt nicht unbedingt die besten, außer dass ich vielleicht Magieflamme spammen kann gegen Ramoff, damit er seinen Spezialangriff nicht boostet. Und ja, genau. Wie gesagt, Speed Creep, Speed Swap, wo wir bei Speed sind. Speed Swap ist halt einfach dazu da. Ich habe ein, zwei langsamere Mons im Team. Und wenn ich in so ein Matchup gerate, wo ich sage, okay, Simsala killt die nicht, aber mein Nachbarmon nebendran killt, aber der outspeedet wiederum nicht, dann kann ich dem nämlich den Speed passen und dementsprechend kann er dann halt, dann können wir dieses Problem sozusagen damit lösen. Abgesehen davon wollte ich schon immer mal Initiative-Tausch spielen in der NPBL. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen draufgetan. Also das war halt so, ja, eigentlich no drawback. So, es gab keinen Drawback. Und mit Leben Orb, da können wir auch mit Leben Orb Energieball, Dynamax Energieball, können wir einen Kamalm von voll one-shotten. Im Sandsturm. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Es ist möglich. Also je nachdem, wie er investiert ist. Wenn er AV ist, ist es nicht möglich, aber
Dann mit rechter Hand vielleicht und ja, genau. Das ist eigentlich nicht schwer. Magic Guard natürlich, damit wir da keinen Sandsturm-Chip zum Beispiel bekommen oder anderen Chip wie Burn, Toxic, was weiß ich. Toxic muss jetzt nicht sein, aber vielleicht Poison, wenn er mit irgendwas Match Bomb bedrückt. Was wäre das denn? Oder Gift-Heap. Wäre eine Möglichkeit. Ja, so viel zum Psychic Spam. Der soll halt, wie gesagt, ohne Dynamax, in der Regel ohne Dynamax, so viel Chip wie möglich verteilen, damit etwas anderes in der Back gut Dynamaxen raushauen kann. Also es ist eigentlich wieder dieselbe Strat, so in dem Fall, wie letzten Mal, nur ein bisschen abgeändert. Dann haben wir zum ersten Mal unser Mon, was wir auch tatsächlich rausgeworfen haben. Das ist wie seltsam, wie mit Luxtra. Weil Luxtra haben wir ja rausgeworfen, haben wir gespielt und dann haben wir jetzt Wicker Vault, also Sonarion, weil das besser in meine Matchups reinpasst. Ich habe tatsächlich Smogmog rausgeworfen, aber wollte den jetzt in dem Spieltag nochmal bringen, vor allem weil er halt ziemlich gut gegen sein Team ist, hat sich das angeboten, weil er hat halt schon sehr viele physische Mons, muss man sagen. Er hat Kamaim, Yui-Testo, Libeldra, Lectragon, ja, Geradax. Sind jetzt nicht so krass, krass viele, aber wenn ich mir so angucke, Lectragon zum Beispiel oder Kamaim, die würde ich halt schon mit Irrlicht geburnt bekommen. Und wenn wir da das Neutralizing Gas haben, dann macht zum Beispiel Hustle auch weniger, also der Übereifer auch weniger. Kamaim outspeedet nicht, überholt nicht. Und ja, genau. Und wir tanken halt mit Smogmog, mit der Shulker vor allem, weil er hat ja auch ein paar Boden-Pokémon. So Libeldra hat er gut Boden-Coverage. Kamaim kann auch eine Boden-Coverage. Dornarion kann auch eine Boden-Coverage. Und da ist es halt, glaube ich, ganz gut, dass wir da auf jeden Fall ein Hütchen überleben und es vielleicht irrlichten können. Oder die drei irrlichten können. Flammenwurf haben wir da für Tentantel auf jeden Fall. Und Matschbombe ist so, ja, eigentlich Coverage. Und außerdem wollen wir Togetic hitten. Wir haben 12 Speed einfach nur als Gamble, falls er mit irgendeiner seiner langsamen Mons drauf Speed creepen will. Keine Ahnung, ob, vielleicht ob er mit Yui Testo, das Ding ist halt sehr langsam, auf irgendwie so ein Smogmog Speed creepen will. Ist das ganz gut, ne? Dass wir das überholen. Und sonst, ja, auch vielleicht Pelipper für den Fall, dass er kein Speed-Pelipper spielt. Das ist auch noch wichtig. Pelipper hat, glaube ich, auch 60. Haben wir einfach auf den Speed-Creep gespeed-creept, dass wir da auf jeden Fall den überholen und vielleicht mit so einer Matschbombe rausnehmen können. Und ja, genau, wie gesagt, Schuckerbeere ist für seine ganzen Bodenattacken. Und ja, natürlich Reaktionsgas ist auf dem Set, ist klar, ne? Deswegen müssen wir auch die Schucker spielen. Einfach halt nur aus dem Grund, um die Fähigkeiten von den ganzen Monstern hat, nämlich einzuschränken. Weil er hat halt basically ziemlich viele gute Fähigkeiten. Wassertempo, wie gesagt. Flame Body, das heißt, unser physisch, falls wir ein physisches Mon haben, kann er uns nicht burnen. Elektrogons Hustle abgeschwächt, haben wir auch gesagt. Volt Absorber haben wir weg. Regen haben wir weg. Eisenstacheln als Chip haben wir weg. Sträuch haben wir weg. Magiespiegel, weiß nicht, ob wir das unbedingt brauchen, aber vielleicht können wir das dann burnen. Das Psyana, obwohl Smogmog dann nicht so. Will eigentlich nicht so ganz drin bleiben. Togetic weiß ich nicht. Linoon weiß ich nicht, ob man da die Fähigkeit oder unterbinden muss, aber. Ja, prinzipiell ist das das Set, das ist jetzt nichts Besonderes. So, jetzt kommt, glaube ich, ein bisschen eins der Schwierigen. Ich muss mich kurz erinnern, wie wir das gemacht haben. Also, wir sind. Wir sind. Jetzt müssen wir kurz nochmal das Team von ihm begutachten, weil ich muss kurz überlegen, auf was wir gespeedcreept sind. Ich meine, wir sind gespeedcreept auf Kamalm und Lectragon. Ja, safe sind wir auf Kamalm und Lectragon gespeedcreept. Sonst würden wir da nicht so viel Speed reinpacken. Damit wir natürlich überholen. Und ein Nahkampf kann halt extrem viel Schaden drücken gegen die. Viel Chip verteilen vor allem. Und generell ist der Nahkampf gut ge gegen alles außer Togetic, Zubiris und Psyana. Und Pelipper. Genau, und außer für die ist der CC relativ free. Okay, gegen Rama wollen wir ja auch nicht drücken. Aber ansonsten ist der Nahkampf ein sehr guter Step. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeiten. Wollen wir noch eine Möglichkeit, um Rama zu touchen? Oder rauszunehmen, damit er uns nicht zu gefährlich wird. Weil Rama kann gut ausrasten. Und uns verdammt viel Schaden drücken. Deswegen haben wir den Steinhagel. Weil wenn der Yui Testo nicht dabei hat. Kann auf jeden Fall so ein rechter Hand Steinhagel das Ramoff sogar eventuell rausnehmen, außer er ist mega. Nee, er müsste noch. Nee, er nimmt den raus mit rechter Hand Steinhagel bei dem Angriffsinvestment. Genug Spedef, um auch zwei.
um den plus 1 Käfergebrumme so gut wie möglich wegzustecken. Abschlag ist immer gut, weil Items willst du... Die Sache ist, in Gen 8 willst du halt einfach Items loswerden. Du kannst Toxic Evolite loswerden, du kannst zu Beerus vielleicht Antifeenbeere loswerden, Leben Orb loswerden von Electragon, Leben Orb von Kamalem, je nachdem. Fokus Gurt ist jetzt egal, aber ihr wisst, was ich meine. Also generell Items in Gen 8 loswerden, da ist Abschlag super gut. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass Gyarados gleich mitnimmt, weil Gyarados halt einfach auch ein sehr guter Knockoff-User ist. Und gut gegen meinen Psychic-Spam, aber wie gesagt, wir haben halt dafür Persimmon. Close Combat ist vierfach effektiv. Ich glaube, ich könnte 0 und minus Angriff sein oder würde es nicht mit einer Antikampfbeere überleben, gefühlt. Und hier ist die falsche Fähigkeit drin, by the way. Das muss nämlich Defiant sein. Und Iron Head ist halt ganz einfach nur für Togetic. Oder macht man halt eigentlich nicht gerne, macht man eigentlich nicht, wenn man gerade in einer blöden Situation ist, aber vielleicht auch für den ein oder anderen Flinch. Glaube ich zwar nicht, aber wenn es so ein Match-Winning entscheidender Punkt ist, dass man da diesen einen Flinch braucht, kann das auch ein Vorteil sein, aber in erster Linie ist eigentlich nur für Togetic gedacht, ne? Ja, mit Defiant, ich meine, er kann mit Drachenattacken spammen, er kann eventuell mit Käferattacken spammen, da ist ein offensivfesten Quartermark da eigentlich ganz gut, dass der da auch nach dem Spezialangriffsdrop sozusagen nochmal doppelt so viel Angriff hat und dann eventuell sogar mit einer Steinhagel dann ziemlich viel Damage drückt. Abgesehen davon war Quartermark mir wichtig, weil ich noch einen extra Angreif gegen Tentantel brauche, weil Tentantel kann mich sonst ziemlich gut ausstallen, wenn ich das nämlich nicht gut im Überblick halte. Und ja, genau. So viel zu Quartermark. Brauchen auch nicht wirklich viel Angriff. Wir müssen da ziemlich bulky spielen und ziemlich schnell. Aber wir haben ja Möglichkeiten mit rechter Hand. Deswegen dachte ich mir, das reicht schon, das passt schon. Und das soll ja auch nur eigentlich mehr oder weniger anchippen. Und mit anderen Sachen durchgehen. So, dann haben wir als nächstes etwas Verrückteres. Tatsächlich. Und zwar spezialoffensives Schwächenschutz des Buta. Ja, ich weiß, zum dritten Mal Schwächenschutz. Ich bin ein Langweiler. Aber das hat sich halt hier wieder sehr gut angeboten, um den schnellen Damage-Output zu kriegen. Ich habe lange überlegt, ob ich es jetzt physisch spiele. Aber rein von der Coverage her habe ich mir auch gedacht, du willst den vielleicht doch lieber speziell spielen, weil Coverage-technisch ist er da speziell besser. Und zwar, wobei hat es eigentlich Ice Punch? Wahrscheinlich, ne? Ice Punch hat es. Ich glaube, es war wirklich Coverage-technisch besser. Nee, ich weiß, warum es physisch hatte. Ich hatte Angst vor Scarf Libeldra mit Breitseite. Genau. Scarf Libeldra mit Breitseite wäre zum Beispiel mal was mit einem Angriff senken kann. Irrlicht, Prankster. Nee, das geht gar nicht. Stimmt, ich bin Unlicht-Typ. Doch, eigentlich nur wegen Breitseite, dachte ich mir. Und speziell... Und Eisenabwehr, stimmt. Wenn er Eisenabwehr Tentantel spielt, ist das gefährlich. Das ist das gewesen auch noch, dass er Eisenabwehr spielen könnte. Das waren noch so zwei Keypoints, die mir sagten, dass speziell sich mehr lohnt. Deswegen habe ich halt, wie gesagt, Schwächenschutz mit Antikraft, Eruption, will ich die ganze Zeit sagen, Erdkräfte und dem Eisstrahl eben halt für seine Drachenpuppen und natürlich dem Schutzschild, weil meine Devise lautet, Schwächenschutz ohne Schutzschild ist meiner Meinung nach echt sehr problematisch. Das ist wie Wish ohne Protect. Das, so könnten sich die Singlespieler das vielleicht vorstellen. Also, man sagt ja auch, man spielt ja Wish nicht ohne Protect. Kann man halt trotzdem machen. Nanu. Da hat sich das, glaube ich, ein bisschen aufgehangen. Sehe ich gerade. Moment, kleine technische Störung wieder. Heute ist aber auch irgendwie der Wurm drin. So. Das ist natürlich besser. So, ich bitte um einen Moment Geduld. Und zack. Genau. Wie gesagt, ja, die Breitseite ist unter anderem und auch der Max Dragon Attack, also der Max Drachenangriff von Electragon, ist auch so eine Sache gewesen, warum ich gedacht habe, ich will lieber speziell spielen.
Weil wenn er mich nämlich überholt, und das tut er sehr wahrscheinlich, senkt er meinen Angriff, mein Dynamax-Bodenangriff macht nicht mehr so viel, wie ich es gern hätte. Und er überlebt das halt ganz locker. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der physisch-defensives Toktik spielt, damit er einen Steinangriff von Despotar überlebt, ne? Und ja, genau, das war auch so der Fall. Eisenabwehr, Breitseite von Libeldra und der Max-Drachen-Angriff waren so Faktoren, wo ich mir dachte, du willst den lieber speziell spielen. Ja, genau. Wie gesagt, Antikraft ist halt gut für Pelipper, Ramov. Ja, ich weiß, Ramov kann seine Spezialdefensive erhöhen, aber es finde ich nicht so schlimm, tatsächlich, wenn ich den speziellen Dynamax-Steinsangriff habe, weil er macht trotzdem ziemlich viel, vor allem wenn ich mal einen Schwächenschutz aktiviert habe. Und ja, ihr werdet auch gleich sehen, wie ich den aktivieren werde. Ja, wie gesagt, Togetic halt auch. Earth Power ist halt für Kamalm auch so ein bisschen für Tentantel. Also eigentlich für Tentantel. Ich hatte leider keinen Platz für Flammenwurf und für Electragon. Denn ich habe nämlich den Dyna-Eis-Angriff für Libeldra eingepackt, weil sonst hätte ich Libeldra nicht, überhaupt nicht touchen können. Und ich fand den irgendwie viel wichtiger. Ja, das war so. Man muss halt mit der Coverage so ein bisschen gucken, dass ich da auch gut mit spiele oder gut drumrum spiele. Holy shit, warum... Also ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es tut mir echt leid, aber irgendwie will Streamlabs gerade nur Faxen machen. Ja, aber ich mach's kurz und schmerzlos. Ja, das sind die drei Attacken, die ich brauche, um so gut wie möglich Coverage zu haben. Ich kann mit Earth Power wenigstens Tentantel neutral treffen und ihm Damage machen. Und ich habe für Tentantel ja noch Ziggy mit Nahkampf, vielen Flammenwurf. Da ein Mystical Fire, da dachte ich mir, du brauchst nicht noch mehr gegen Tentantel, auch wenn er eine Bedrohung ist, aber du hast da eigentlich genug. Vor allem, weil der nächste Partner nämlich ein Mon ist, was das auch nochmal ein bisschen supporten kann, weil wir haben Moxie Foxy, das Vifo, benannt nach Moxie Boosted. Ich würde ihn abchecken, wenn ihr guten amerikanischen VGC-Content gucken wollt, englischsprachigen. Weil der hat ja so ein bisschen diese ihn sehr wohl männlich und Gaunok-Strategie gezeigt. Ich habe mir überlegt, ich könnte halt mit sehr wohl männlich und dem leaden, dann kann ich nicht instant nämlich schneller werden und mit Trug drehen, wenn ich sehe, dass er da nicht so die schnellsten Mons hat, vielleicht die Spezialverteidigung senken und halt mit sowas wie, ja gut, mit Sam geht auch, wenn Rexis halt gestorben sein sollte. Können auch Speedswap zum Beispiel dafür spielen. Speedswap auf Rexis. Ich sage, Sam stirbt, dann könnte Fiful kommen und dann haben wir direkt ein mega schnelles Gaunux, was mit Trugdrehen supporten kann. Verhöhner ist so ein bisschen für Togetic. Ich kann zum Beispiel ein Pokémon Schutzschilden und dann Verhöhner einsetzen dagegen. Verhöhner ist generell sehr wirksam gegen ihn. Eisenabwehr verhindern von Tentantel. Rückenwind verhindern von Pelipper. Quiverdance verhindern von Ramov. Schwertanz verhindern von Kamalm. Spotlight verhindern von Togetic, komplett zu Beerus ausschalten, eventuell auch so einen Drachentanz Libeldra ausschalten und so weiter und so fort. Also ihr seht, Verhöhner war mir da ganz wichtig, weil er da viele Statusattacken spielen könnte, die mir problematisch sein könnten. Noch dazu haben wir den Abschlag, wie gesagt, Items loswerden ist immer ganz gut und natürlich am Ende noch die Kehrtwende. Warum haben wir die Kehrtwende drauf? Das sage ich euch. Die Kehrtwende ist ganz alleine dafür, dass wir den Schwächen einerseits halt Switch Advantage auch ein bisschen generieren, könnt ihr aber auch die Abgangstriade spielen. Habe ich nicht getan, einfach nur, um den Schwächenschutz hier zu aktivieren. Ist nämlich egal, ob das Psychofeld aktiv ist oder nicht. Ich habe gesagt, er hat Mons, er hat ein paar 100er Mons, 110 kommt er dann. Und dann ist auch da schon Schluss mit lustig. Und den Rest outspeeden wir halt dann mit Gaunux. Und dann können wir einfach mit Kehrtwende auf Velostios drücken. Schwächenschutz aktivieren. Rausgehen in sowas wie Smogmog zum Beispiel. Oder Ziggy. Oder Zamram. Oder Rexis. Und dann halt einfach draufböllern. Rexis kann ich mir sogar vorstellen mit rechter Hand. Weil, wie gesagt, wir brauchen das, die Psychosam nicht unbedingt, weil wir outspeeden schon ziemlich viel und dann ist es dementsprechend gut. Ja, ich habe es einfach mal gespeedcrypt halt, wie gesagt, auf Electragon bzw. Kamalm, je nachdem. Rest einfach in Spezialverteidigung gepackt, weil die Fist-Def habe ich nicht so gesehen. Auf plus 1 können wir da vielleicht auch sogar ein Käfergebummel überleben, wenn es nicht gerade Leben-Orb ist. Und ja, genau, das war das Team. Ich kann halt viel gegen seinen Regen bieten, sozusagen. Ich kann viele seiner Setup-Möglichkeiten verändern mit Verhöhner. Hab auch wieder Schwächenschutz, Aktivierungsprobleme nicht. Kann halt, wie gesagt, Fähigkeiten ausschalten und der Psycho-Spam ist abgesehen von den
Unlicht-Pokémon halt gut, wenn er Walschall, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist Walschall, Gyarados. Aber wenn wir das im ersten Kampf scouten, können wir im nächsten Mal vielleicht mit Quartermark dagegen steuern. Weil Quartermark, wie gesagt, sieht ja auch nicht so schlecht aus. Ja, das ist das Team für heute. Ging ja anscheinend eine halbe Stunde. Wollte gar nicht mal so viel reden. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag und ein nice Live. Checkt die anderen Teambuildings aus. Morgen ist der Kampf um 15 Uhr gegen den guten Schuhlecker. Und dann würde ich sagen, wirklich sagen, habt noch einen schönen Abend, Tag und natürlich ein nice Live. Macht's gut!